Hallo Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like da lasst oder eben diesen Channel abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Guten Tag Leute, schön, dass ihr ja wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Ja, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's ja weiter. Wir sind ja gerade mittendrin in einer Mission, mehr oder weniger. Haben ja aufgehört nach dem kleinen Zwischenboss-Fight hier gegen diese zwei Esper, glaube ich. Von Benedicta hieß sie, glaube ich. Leute, ich vergesse die Namen immer wieder, ne? Seht mir das bitte nach, aber ich glaube, sie hieß Benedicta. Definitiv. Und ja, wir sind jetzt mehr oder weniger allein unterwegs. Was heißt alleine, ne? Wir haben Torgal dabei. Aber Sid zum Beispiel ist jetzt erstmal nicht mehr mit dabei. Bedeutet, ja, wir sind allein unterwegs. Wir können uns eigentlich mal heilen. Und ich habe überlegt, vielleicht können wir sogar auch ein bisschen leveln, ne? Das können wir bei Level auch mal machen. Nicht, dass wir das vernachlässigen. Wir haben 800 Punkte, ne? Ich wollte auf jeden Fall erstmal die Fähigkeiten verbessern, die wir aktuell sehr oft nutzen, ne? Das ist ja dies hier, also diese Fähigkeit hier, ne? Die kennen wir ja. Und halt die hier, ne? Deswegen werde ich jetzt mal die verbessern, glaube ich. Okay, wie geht die eigentlich? Ich weiß ja nicht, wie die geht. Das steht ja leider nicht dabei. Aber ich glaube, wie gesagt, ich werde jetzt die hier verbessern, weil das auch eine Fähigkeit ist, die wir oft spielen, tatsächlich. Deswegen nehmen wir mal die. Okay, jetzt sehen wir, Leute, ne? Jetzt kostet uns beide 1000. Also, da müssen wir erstmal wieder ein bisschen sparen. Es sei denn, wir kaufen uns neue Fähigkeiten hier, ne? Die sind relativ billig, wie wir sehen. Halte 4 gedrückt, um eine Klinge mit der Kraft der Flamme zu stärken. Das ist eigentlich auch ganz cool, eigentlich. Finde ich. Ja, okay, sind auf jeden Fall coole Sachen dabei. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal so. Bevor wir jetzt was überstürzen, wisst ihr, wie ich meine? Chillen wir erstmal ein bisschen. Und gucken erstmal, wie das hier weitergeht, ne? So, ich glaube, hier geht's lang. Oder können wir hier auch lang? Ne, hier geht's nicht lang, okay. Hast du schon Flügel? Dann musst du wohl die Stufen nehmen. Ich halt hier Wache. Wie gesagt, ich feiere seine Kommentare irgendwie. Die sind irgendwie cool. So, war hier noch was? Ah, ne. Der Typ, okay. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre eine Kiste, aber ne. Okay, wieder viele Wege. Den Weg oder den Weg. Hier geht's raus. Trigger nix, bitte trigger nix. Okay. War richtig. Ah, eine Kiste, perfekt. Ey, bisher, Leute, unser Gespür nach Items oder Kisten, mehr oder weniger. On point, Leute, on point, oder? Muss man mal sagen, eigentlich. Läuft gut. Wieder zwei Wege. Okay, hier können wir nicht durch. Also zwei Türen. Ihr könnt da durchgehen oder da durch. Ich gehe jetzt, glaube ich, jetzt mal hier durch. Okay, was haben wir hier? Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete ihre Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich, Gegner, die Heilzauber verwenden, zuerst auszuschalten. Ja, das macht Sinn. Ah, dumm. Der Kollege ist Heiler, oder was? Ja.
Okay. Weit so gut. So, gehen wir jetzt hier lang oder gehen wir die andere Tür lang? Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal die andere Tür. Denn da war ja noch eine Tür. Vielleicht ist da ja noch eine Truhe drin. Ah, Leute. Fast den falschen Weg gegangen. Aber nee. Alles richtig gemacht wieder mal. Sogar eine Kiste. Cool. Okay, Leute. Nice. Das beruhigt mich. Dann können wir jetzt straight chillig weitergehen. Alles cool. Okay, hinter uns ist nix. Ah, da kommen wir vielleicht später hin, hoffentlich. Oder? Ich hoffe. Wir müssen uns unbedingt merken. Wir müssen uns das merken. Na, ein riesiger Eisberg. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Okay, wir haben eine Burg. Da ein Eisberg. Ansonsten alles normal eigentlich. Ich bin schon fast oben. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Das wird etwas dauern. Ja, leider gibt es noch keinen Stealth-Angriff, habt ihr gesehen, ne? Eigentlich hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Stealthy gespielt, aber wäre wahrscheinlich eh nicht möglich gewesen, weil da waren halt ein paar Gegner zu viel, ne? Die haben uns eh gesehen, aber. Ah, hier, okay, hier runter war das Item, ne? Perfekt. Okay, Heiltränke haben wir schon so viele. Okay, chillig. Chillig, chillig. Wir sind so mächtig, ne? Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht warum, Leute. Wir sind verdammt stark, oder? Was meint ihr? Boah, okay, viele Gegner. Nice, Leute. Stufe 16 schon. Leute, es geht ab. Wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Gefühlt. Hoffentlich ist sie nicht schon weg. Nee, nee. Wir kriegen sie noch. Wir kriegen sie noch. Alles cool. Alles cool. Kein Stress. Okay. Na, hier? Nee. Okay, wieder so ein kleiner Zwischenboss. Ah, nicht gut, das war neu, glaube ich. Jetzt noch gar nicht gesehen bei ihm. Du weißt, was zu tun ist.
Ja, für 5k Schaden ist halt echt wenig, ne, mittlerweile, glaube ich. Da haben wir schon deutlich mehr gemacht. Deutlich mehr. Okay, schön. Schön, 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 schön. So eine Tür. Was geht hier noch? Na. Hier ist eigentlich gar nichts mehr. Okay, gut. Dann können wir eigentlich straight weitergehen. Dann können wir straight weitergehen. Ja, die Kämpfe in so engen Räumen immer ein bisschen wild, ne, aber immer so ein bisschen kameratechnisch schwierig, das alles zu sehen. Ich hoffe, es ist noch erträglich für euch. So, Tor gebellt. Sind wir da ganz oben. Torgal? Achso. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. Okay, jetzt Bossfight oder was gegen sie? Okay, okay, okay. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Wie wir performen werden. Shit, nicht gut. Hey, wir haben die vielleicht schon, aber ich glaube, die hat eine zweite Phase, oder? Was meint ihr? 100% halt diese Flügelphase oder diese, ne, wo sie Flügel kriegt. Und das könnte ihre zweite Phase sein. Definitiv. Ja, bisher war das ja relativ chillig, ne? Ich
Frage nicht nochmal. Das wirst du bereuen. Nein, Torgal! Torgal! Schrei so laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. Ey, das wird Drache, nicht Torgal, ja? Leute, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ah, shit, ich bin nicht so greedy werden. Oh shit. Oh shit. Das sieht nicht gut aus. Ah, Junge.
Nice. Wir haben die gleich. Ein bisschen durchhalten. Ah, nochmal heim vielleicht, komm. Warum nicht? Schön. 7k Schaden, damit kann ich leben. Schön. Okay. Oh, geil. Ey, bitte nicht, dass Torgal stirbt, ja? Das wäre nicht cool. Junge, wie cool das aussieht, ne? Wie cool das aussieht, wirklich. Diese filmischen Angriffe oder Verteidigungen und so weiter sind ja mega schön, wirklich. Holy shit, ich bin ein großer Fan. So Leute, Torgal is back, nice. Nein, nicht gut. Oh, oh. Oh Gott, Heilung. GG, holy shit. Benedikt, der wurde bezwungen, Leute. Haben wir sie besiegt jetzt? Leute, jetzt schon? Willy? Guck mal, wie viel Geld wir bekommen haben, Leute. 2200. Aber nicht so viele Fertigkeitspunkte, nur 150, aber geht. Holy shit, Leute, WTF. Krass. Okay, wir gehen weiter rein. Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Es reicht mir.
Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Ja, Leute, wir haben jetzt also die Kraft geklaut von ihr, so diese Esper von Benedicta. Okay, die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die Elemente, Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch einen Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz, okay. Einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details dazu findest du unter den Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü, okay. Mit Garudas Esperkraft fatale Umarmung kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich herziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist und sie dadurch ins Schwanken geraten sind. Umgeworfene Gegner kann leicht viel Schaden zugefügt werden, okay. Leute, Esper wechseln. Drücke L2 zwischen den Espern zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren, okay. Anklickzeiten für Esper-Fertigkeiten sind an der runden Leiste. Das kennen wir ja schon, ne? Das kennen wir ja schon. Ja, wir werden sie definitiv
austesten. Das Problem ist ja, Leute, was ich jetzt befürchte oder was sehr wahrscheinlich ist, dass wir Garuda natürlich jetzt auch erstmal wieder leveln müssen, ne? Oder müssten. Das heißt, ich bin eigentlich immer so ein Spieler, der sich auf eins committet, so ein bisschen. Anstatt ein bisschen da zu leveln, statt ein bisschen hier zu leveln, dann wären wir ja nirgendwo richtig stark. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das sieht auch cool aus. Wir werden es auf jeden Fall mal testen, definitiv. Weil das, vielleicht gefällt mir das ja sogar besser. Vielleicht gefällt mir Garuda sogar besser als das hier, als der Phönix. Deswegen testen wir jetzt mal Garuda. Warte. Also, okay, hier ist Garuda. Hier haben wir ja schon alles eingesammelt, ne? Es war cool auch, dass es wieder hell ist, erstmal Tag, besser gesagt. Oder morgen. Aber da liegt noch was, Leute. Seht ihr das? Da liegt noch was. Okay, mal gucken, was Garuda kann. Kreidensturm. Ah, okay. Aber wie kann ich denn Leute anziehen? Wie geht denn das? Ah. Okay, Leute, das gefällt mir dann. Ah, ich kann kombinieren, oder was? Nee, im Kampf geht's nicht, oder? Ah, okay, ich kann so ein bisschen kombinieren beides. Ah, Leute, Garuda ist auch cool. Finde ich auch jetzt schon cool eigentlich. Shit. Einige ist das ja gut, aber das macht mir gerade zu viel Spaß mit dir. Bedeutet leider. Was heißt leider, ne? Ärgerlich. Es ist ärgerlich, dass wir beides ein bisschen leveln müssen, weil wir haben schon so wenig Fertigkeitspunkte. Oder Fertigkeitspunkte. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Definitiv. Müssen wir mal gucken, wie wir da vorangehen wollen. Lass mal das mitnehmen hier. Achso, ich bin da. Ah, shit, ich wollte natürlich Garuda weiter spielen ein bisschen. Also das Anziehen ist sehr cool, wirklich. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber wieso wechselt. Achso, warte mal. Achso. Ja gut, ich darf nicht. Ich darf nicht L2 drücken zu oft. Das ist nicht gut. Hey, wieso bin ich denn wieder. Komisch. Also manchmal komme ich in L2. Achso. Ah, Leute, ich glaube, weil ich das hier habe, tut er automatisch tauschen. Das ist gut und schlecht zugleich, ehrlich gesagt. Wegen denen mir, glaube ich, oder? Ermöglicht das Ausführen komplexer Kombi? Nee, das nicht, glaube ich, oder? Das auch nicht. Hä, wieso wechselt. Ich verstehe nicht, warum wechselt er denn automatisch? Habt ihr gesehen, ne? Manchmal wechselt er automatisch. Und das will ich ja eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, will ich das? Ich weiß es noch nicht. Das ist cool irgendwie. Aber will ich das wirklich? Ich lasse es jetzt erstmal so. Wenn es mich zu sehr stört, dann werden wir mal gucken, was wir dagegen tun können. Aber Stand jetzt werde ich das, glaube ich, erstmal so lassen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Was ist ein Dino? Mensch, er ist ausgerechnet wie so ein Raptor. Ah ne, jetzt nimmt er das automatisch. Ah, okay. Junge, übertreib. Achso, er kombiniert hier automatisch ein bisschen. Er nimmt ja die er hat. Versteht ihr, was ich meine? Ah, okay, das ist ja ganz cool eigentlich. Das ist eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Wenn das so ist, wie ich denke. Ja, also damit könnte ich mich erstmal anfreuen, wie gesagt. Wir gucken erstmal, ne? Ich lasse das jetzt erstmal so. Und dann werden wir mal gucken, ne? So, was geht hier? Ich gehe jetzt mal hier lang, mal gucken, ob hier noch was ist. Das ist zwar so. So ein Icon, so also nicht durchgehend Icon, aber ich gucke jetzt einfach mal, ne? Oh, schön, schön, ne? Sehr schöne Grafik hier. Mit dem Licht und so, in dem Wald. Na, da liegt ja schon was, perfekt. Aha, Leute, mein Näschen war mal wieder
top dabei. Okay, 2 Gil hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber ey, haben oder nicht haben, da sage ich immer. Okay, oben links sehen wir die Icons, ne? Könnt ihr mal gucken. Sehen wir die Garuda und den Phönix. Aber komisch, ne? Wir sind der Phönix. War nicht Joshua der Phönix? Oder sind wir beide der Phönix? Ich check's nicht so richtig. Weil in der ersten Folge, beziehungsweise in der Demo, haben wir gegen Joshua gekämpft mit einem anderen Esper, glaube ich, ne? Mit so einem, ja, mit so einem, fast so ein Stiermäßig auf 2 Beinen. Oder? Täuscht mich da. Nee, so war das, oder? So war das doch. Naja, Leute, kein Plan. Wir werden es alles noch aufgeklärt kriegen, glaube ich. Ne, höchstens. Oh, was ist das? Boah. Ein großer Gegner. Junge. Stark. Junge. Also mit Garuda, muss ich sagen, das Gameplay, also zusammen mit dem Phönix und weiter noch cooler, noch dynamischer, mega cool eigentlich. Nice. Dumm. Okay, Gegner bezwungen. Also Cash haben wir viel bekommen mittlerweile. 8000 haben wir. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Also, ist auf jeden Fall interessant. Also Clive kann dann also wirklich Esper absorbieren oder klauen, mehr oder weniger. Das ist natürlich heftig, oder? Ich bin gespannt, welche wir noch bekommen. Und ich denke mal, wir werden natürlich noch weitere bekommen, definitiv. Was die Sache natürlich cooler macht, aber auch vor allem komplizierter. Definitiv. So, haben wir hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Ja, vielleicht doch, aber ich finde jetzt erstmal nichts, deswegen gehen wir mal weiter. Mein Kit ist ja auch nichts, deswegen komm. Gehen wir straight über die Brücke. Ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gut.
Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind hier. Geralt? Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Waren gründlich inspizieren? Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Sid, spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er.
eisiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Okay. Ja, das war wieder sehr viel Informationen, die wir bekommen haben. Gerade über Benedikta und zum Beispiel, nicht zum Beispiel, über Benedikta meine ich. Und ich habe gerade so gedacht, ey, sie hat anscheinend eine neue Esper oder sie hat auch Garuda anscheinend. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sah ihr Esper oder ihre Esper sehr cool aus irgendwie. Ich weiß gar nicht, welche das ist, ob das auch Garuda ist, eine andere Garuda. Kein Plan, auf jeden Fall eine Esper, die wir wahrscheinlich wieder klauen können. Maybe, keine Ahnung. Und natürlich fand ich interessant, dass sie, ja, Benedikta natürlich auch eigentlich ein ganz normales Mädchen war mal, ne? Keine böse anscheinend. Auch das fand ich sehr interessant. Aber ich dachte will ich jetzt, sie wird sterben oder so. Aber nee, sie überlebt nochmal. Okay, hier können wir das verbessern, aber ich warte nochmal ein bisschen. Deswegen spielen wir jetzt erstmal weiter. Und geh mal hin. Ah, wieder mehrere Wege. Warte. Ja, und geh mal zu Benedikta, ne? Vielleicht ist sie ja jetzt gut geworden. Und nicht mehr böse, obwohl ich das nicht glauben kann, weil alles an ihr gerade sah ein bisschen böse aus. Ehrlich gesagt. Aber ich verstehe nicht ganz, warum sie jetzt immer noch ein Esper hat. Oder sogar Garuda. Weil ich dachte, wir haben ja sie geklaut, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht wird sich das gleich noch klären. Hoffentlich. Können wir durch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist einfach mal so random ein Tor im Wald. Ich frage mich, wofür. Achso, nee. Ich dachte gerade, man kann einfach links vorbeigehen. Okay, viele Gegner. Viele fliegende Gegner. Das sind diese Schwestern, die sie so genannt hat. Boah, die sind aber stark, Leute. Die sind alle stark. Holy shit. Oh, oh. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Mein Gott. Heftig. Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie so stark sind. Junge. Junge, okay, die geben natürlich gut Punkte, aber wir sollten überlegen, ob wir das jetzt öfter machen, weil die sind halt schon nicht schwach, ne? Und da liegt ein Item, habe ich es vergessen? Ich habe es vergessen, oder? Ah, oder komme ich da rum? Ja, ich komme da vielleicht rum sogar, wenn ich hier gleich rüber gehe, dann hier irgendwie, es könnte gehen, aber ansonsten müssen wir jetzt erstmal liegen lassen und das später holen. Ich will jetzt natürlich nicht ganz zurücklaufen. Zumal ich das auch gar nicht kann, glaube ich, aktuell. Deswegen ist das was für später. Okay, da liegt noch ein Item. Das nehmen wir natürlich mit. Da hinten auch noch eins. Perfekt. Ja, ich will nur gegen die kämpfen, gegen die ich kämpfen muss, ne? So ein bisschen. Okay, da wir dahin müssen, gehe ich jetzt mal den Weg. Den hier. Vielleicht. Na, Schicken, die müssen wir kämpfen. Nicht gut. Mann. Thank you.
Übrigens, Leute, aber ich persönlich, es wäre meine Meinung, Leute, ne? Nicht getriggert fühlen. Ja, dann gleich. Warte, lass mich kurz den Gegner besiegen. Auch gerade wieder die Synchro, ne, wo sie geschrien hat und so weiter. Ich finde die Synchro eigentlich in Deutsch sehr gut. Klar, sind immer mal ein paar Stimmen dabei, die jetzt nicht so nice sind, aber allgemein muss ich zu dieser Zeit oder zu diesem Stand aktuell sagen, eine sehr, sehr, sehr gute deutsche Synchro. Gerade live zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Ne? Benedikt, der war sehr gut. Sogar ein paar Nebencharaktere, ne, im Dorf waren sehr gut, irgendwie authentisch. Und bisher finde ich das sehr gut, wirklich. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht, was eure Meinung ist zu der Synchro, was sie dazu sagt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ne? Okay, gehen wir zum Tornado? Maybe? Zu diesem Windsturm, wie auch immer. Wir haben alles gemacht, wie gesagt, das Item da hinten, da sehen wir es sogar, leuchten so ein bisschen, das holen wir später. Hoffentlich. Okay, kämpfen noch. Nice, Leute, Level up. Level 17 mittlerweile, cool. Stark. Es geht voran, oder? Da liegt noch ein Item. Holen wir das auch noch schnell. Wenn wir schon mal hier im Start sind. Okay, schön. Es läuft, Leute, es läuft. Ah, das ist ein Obelisk, oder? Ah, tatsächlich, nice. Mega gut. Er ist hier. Ich weiß es. Okay, Leute, wir sind wieder auf der Karte, das ist sehr gut. Das bedeutet, wir haben ja die Möglichkeit, andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel erstmal zurückzugehen zum Versteck und da mal zu gucken, ob da was Neues gibt, ne? Das sollten wir immer wieder regelmäßig tun, das macht Sinn auf jeden Fall. So, ah, tatsächlich, seht ihr? Guck an. Viele neue Sachen, alles neu, krass. Mega gut. Dann gehen wir erstmal hin zu der Händlerin. So. Gleich, dass du was kaufen willst. Bastardschwert, okay, das kennen wir natürlich von Dark Souls. Oder Demon's Souls? Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall besser als unser Schwert. Deswegen jetzt schon mal gesagt. Gut, dass wir nicht abgegradet haben, ne? Eigentlich. Das kaufen wir natürlich. Ich hoffe, du hast es passend. Kostet leider 1000. 1000, ein Gild, aber es lohnt sich, hoffentlich. Und das ist auch besser. Dunkelscherbe. Ist auch wieder Dark Souls, ne? Dunkelscherbe ist doch eine Währung in Dark Souls. Nehmen wir mit. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ja, wie ich schon gesagt habe, du machst mich ja arm. Weil deine Preise sind echt schon krass. Aber und paar Tränke können wir auch mal kaufen eigentlich. 3 Stück. Einen besseren Preis bekommst du. Okay, wir verkaufen natürlich jetzt alles, was wir haben, ne? Das hier kann weg. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Unnötig beides. Das ist auch unnötig. Kann weg. Noch irgendwas? Kann alles eigentlich weg, weil... Du sonst nirgends dafür.
Was sollen wir damit, Leute, ne? Was sollen wir damit? Ja, danke. Danke, Sharon. Sehr nett. Immer wieder gerne. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Und was darf sein? So, Leute, was meint ihr? Wollen wir upgraden? Ich würde das Schwert upgraden jetzt tatsächlich. Achso, ne, hier ist verstärken. Achso, wir können das herstellen. Achso. Hier ist verstärken, okay. Was teuer, ne? Aber es geht noch eigentlich. Guck mal, Bastardschwert 2 kostet dann natürlich noch mehr. Also das Level-System ist halt wie bei Dark Souls, Demon's Souls, ne? Also, kennt man. Ich würde das nehmen. Bastardschwert, komm, wir verbessern mal das Bastardschwert, warum nicht? Kannst mir später danken. Wir können sogar noch mehr. Ich will's tun, Leute, ich will's tun. Ja, schon besser. Mehr nicht, das sollte reichen. Nicht übertreiben, das ist cool. So, hier haben wir auch neue Sachen freigeschaltet, aber wollen wir das tun, Leute? Achso, wir können jetzt hier mal gegen sie kämpfen. Aber wollen wir das? Nee, oder jetzt noch nicht, oder? Vielleicht im Archetestein kann Clive jedoch große Kämpfe aus... Nee, kann Clive in jedem großen Kampf aus den Hauptaufträgen wiederholen. In diesem Modus kannst du dir auch Zwischensequenzen noch einmal ansehen, vergessene Gegenstände suchen, verpasste Erfolge nachholen oder Erfahrung und Fertigkeitspunkte sammeln. Das ist cool eigentlich. Aber wollen wir nicht aktuell, oder? Aktuell nicht. Fühle ich aktuell nicht. Vielleicht irgendwann gehen wir da ein bisschen näher rein, aber aktuell will ich eher ein bisschen die Story mit euch machen, ne? So, und da ein bisschen looten und so weiter. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? So, ne? Denke ich jetzt. Was hast du zu sagen? Nice, die Musik, Leute, habt ihr gehört? Die Musik, nice. Sehr schön, wie cool. Edgy wahrscheinlich, Egi. Die Bezeichnung Egi ist aus alten Überlieferungen bekannt und wird seit alle Alters für die Spektralwesen verwendet, die Domini erzeugen können. Sie sind in der Lage, machtvolle Zauber des Elements ihres Schöpfers einzusetzen, doch so stark sie auch sind, stirbt ein Dominus lösen, sich auch seine Aegis auf, okay. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Okay, wir haben jetzt sehr viel über Benedikta Hamann erfahren, tatsächlich. Ich glaube, der Kollege hier ist Joshua, glaube ich. Würde ich jetzt mal schätzen, das würde passen, weil 13 Jahre alter ist er ja auch geworden, der Gute. Deswegen. Ja, hier haben wir die Form von sie. Ja, mehr haben wir gar nicht freigeschaltet eigentlich. So über unsere Schwester gar nicht mehr so viel. Jill, der kommt wahrscheinlich später. Mehr, hoffentlich. Über unsere Mutter, die müsste auch irgendwo hier sein. Weiß ich gar nicht. Ist sie hier? Ja, hier. Haben wir auch noch nicht mehr erfahren. Sie war ja auch sehr, 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 sehr krass gehighlightet worden in der ersten Folge oder in der Demo eben, ne? Auch da, denke ich mal, wird noch was kommen. Ansonsten. Ah, okay, das ist schön, das ist die Begleiterin von den Kollegen, ne? Mit dem Cape. Cape nicht, mit dem Umhang, meine ich. Stimmt. Sie kennt ihr auch noch gar nicht, ne? Man muss immer mitdenken, Leute, 13 Jahre sind ja vergangen. Welche Person haben wir in der ersten Folge gesehen? Wahrscheinlich ist es einfach eine random Person, die jetzt dazugekommen ist. Muss ja nicht alles Sinn und Logik ergeben, ne, am Ende. So, weißt du, wie ich meine? Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Also, was ich damit sagen will, ist, es können auch Personen geben, die dann einfach später dazukommen, ne. Es muss ja nicht immer von der ersten Folge oder von der Demo her irgendwas im Zusammenhang sein, so. Denke ich. Gut. Leute, genug spekuliert, wir gehen weiter rein.
Ich überlege jetzt gerade, wollen wir nochmal hier hingehen? Weil eventuell können wir uns noch das Item holen. Das war, glaube ich, hier. Vielleicht können wir uns das Item noch holen stellen. Wisst ihr, was ich meine? Ah, hä? Okay, Leute, es kann sein. Okay, Leute, es spawnen immer neue Items. Deswegen ist das gar nicht mehr so geil eigentlich. Ah, okay. Das ist interessant. Es spawnen einfach immer neue Items. Das ändert natürlich alles für mich so ein bisschen. Ja, dann würde ich das, glaube ich, jetzt nicht holen, oder? Dann würde ich das jetzt nicht holen. Nee, würde ich nicht. Nee, würde ich nicht, glaube ich. Was ich aber gerne machen wollen würde, ich hoffe, wir kriegen das hin, wenn wir kurz mal hier hingehen können. Weil, wenn ihr euch erinnert, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Folge war oder in der letzten Folge, war der am Weg rechts und da war auch so ein Stein. Den konnten wir damals nicht aktivieren. Vielleicht können wir den ja jetzt aktivieren. Wir können das ja mal probieren. Oder? Warum nicht? Wir haben ja noch Zeit in der Folge. Noch über eine halbe Stunde. Warum nicht? Aber ich will mich auch nicht mehr rechtfertigen, Leute. Weil ich habe es euch ja gesagt, ne, dass ich das Spiel wirklich aufsaugen werde. Ich werde jeden Weg gehen, jedes Geheimnis lüften wollen. Ne? Also ich will mich da gar nicht so krass rechtfertigen immer. Ich glaube, es nervt euch auch, wenn ich mich immer rechtfertige. So, ne? Level 13, okay. Okay, wir haben auch nicht Fertigkeitspunkte. Da müssen wir auch gleich mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was... Ah, können wir wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, das ist wahrscheinlich kaputt, oder? Einfach. Ich glaube, das geht einfach gar nicht. Gut. Dann gehen wir zu Crest direkt. Warum nicht? Absolut sicher. Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Esper, Joshua. Pass auf! Seth! Bin noch da! Und Torgal auch! Mach dir keine Sorgen um uns! Darauf hast du gewartet! Los, Seth! Verzeiht mir. Okay. Einfach. Wir sind wieder mal auf uns alleine gestellt. Aber anscheinend ist das dann doch nicht Joshua, oder? Wenn er sagt, das ist der Mörder von Joshua, dann, ja. Na, okay, Leute, ich will nicht zu sehr diskutieren oder nicht zu sehr mich reinsteigern. Wir werden es vielleicht ja sehen, glaube ich. Wow. Holy shit, kurz einen Herzinfarkt bekommen. Junge. War das laut. Auf den Kopfhörern. Leute.
Also dieser Esper von also der Esper, der gerade hier ist, sieht sehr cool aus. Ja, die Esper sieht sehr, 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 sehr schön aus, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Wow, Junge. Wie gesagt, Geruda, Junge, designtechnisch aber on point, Junge. Wirklich. Okay, okay, okay. Gut, dass wir gelevelt haben und abgegradet haben und verstärkt haben unser Schwert. Perfektes Timing. Direkt der Boss. Ah, dumm. Fataler Sturz, okay. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre gelbe Willenskraft-Leiste unter 50% sinkt. Benutze Gerudas fatale Umarmung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen, um ihn für weitere Attacken verwundbar zu machen. Okay, probieren wir es. Ja, schön. K Schaden, Junge, was? Okay, das war bisher das meiste, was wir hatten. Das meiste, das wir hatten, definitiv. Ah, dumm. Nicht gut. Mein Gott.
12k Schaden, Junge, was? Holy shit, Junge. Geroda bezwungen, Junge. BDF. Nice. Boah, wir haben echt viele Fertigkeitspunkte bekommen. Da müssen wir gleich um den mal reingehen. Definitiv. Definitiv. Okay, Leute. Junge. Okay, wir sind endlich wieder das Monster, was wir waren. Weil, wie bei der Demo oder der ersten Folge, ne, dieses stierartige Monster, Esper, wie auch immer. Nice. Gerade der Schrei bei Clive, ne, das, ich finde die Synchro, wie gesagt, so gut. Ne, ich will nicht viel Pause drücken, aber das wollte ich euch kurz sagen, bevor wir jetzt reingehen gegen den Bossfight, gegen Garuda. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Okay. Kämpfe als Ifrit. Okay, Ifrit heißt er so. Die Steuerung für Ifrit ist wie folgt. Viereck, Nahkampfangriff. Dreieck, Fernkampfangriff. Und R1 ist Ausweichen. Drücke Kreis, um große Entfernungen in einen Satz zu überwinden. Okay. Andere Fertigkeiten. Eine Übersicht der Fertigkeiten, die dir im erwachten Zustand von Ifrit zur Verfügung stehen, findest du unter dem Reiter. Okay, schauen wir später mal rein, nach dem Kampf. Krass, ey, man kann richtig kämpfen jetzt mit denen. Mega cool, ey. Mega cool, wirklich. Das ist sehr nice, wirklich. Dass man jetzt richtig diese Monster spielen kann, so, finde ich mega cool irgendwie.
Das macht das mega nice. Wirklich. Richtiges. Wie hießen die nochmal? Gaichu? Der Gaichu? Ihr wisst, was ich meine, ne? Battle hier. Junge, macht das Bock, mit dem zu spielen. Mega cool. Aber ich finde Garuda auch cool irgendwie. Garuda, das Design, im Gesicht und so weiter, hat irgendwie was Geiles, ich weiß auch nicht. Mega cool irgendwie. Also allgemein bisher alle Monster, Esper, wie auch immer, mega cool designt. Gefällt mir sehr. Ja, Shiva haben wir ja schon gesehen. Shiva ist auch so immer nice. Junge. Shit. Oh oh. Das war viel Damage, was sie gefressen haben. Sehr viel Damage. Wir sterben, Leute. Was? Ich muss mir ausweichen, glaube ich. Kann das sein? Höchstwahrscheinlich. Komm, jetzt nicht verlieren. Aha, nein. Oh mein Gott. Junge. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh shit! Das ist wirklich nicht gut. Haben die verloren?
WTF, Junge, wie nice war das, Junge? Wie nice war das gerade, Junge? Ich hab so enjoyed gerade wirklich die Cutscene. Mehr oder weniger die Cutscene. Level 18, okay, Bonus, nehmen wir mit. WTF, Leute, wie krass. Oder? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie cool war das gerade, bitte. Junge, Junge. Ich bin verliebt. Okay, Leute, warte ruhig, ich stelle kurz den Zaun rein, dann geht's weiter. Okay, let's go. Komm zu dir, Clive! Ist es doch, oder nicht? Aufhören! Jetzt! Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benner, das kannst du doch nicht gewollt haben, oder?
König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, Eure Hoheit? Natürlich. Möge Gwigo euch beflügeln. Ordnet die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Allein. Endlich wach? Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tu es. Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht. Er ist tot! Joshua, ich habe ihn getötet! Ich bin ein Monster! Und ich verdiene den Tod! Töte mich! Jetzt davor! Bitte! Bitte! Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen.
Sieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle. Leute, lass es erstmal lesen. Zu manchen Zeitpunkten sind bestimmte Nebenaufträge blockiert, solange du noch nicht weit genug in der Hauptgeschichte fortgeschritten bist. Blockierte Nebenaufträge sind durch das Symbol gekennzeichnet, okay? Ich kann ihn mir ja mal anhören. Okay, Leute, so viel passiert, ne? Und ich würde so viel dazu sagen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt ein bisschen nachdenken über alles und so weiter. Und dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen was besprechen, was passiert ist, ne? Ein bisschen, alles so besprechen, was denn passiert ist, ne? Unsere Meinung dazu geben. Weil es so viel passiert, heftig, oder? Auf jeden Fall danke, Leute, fürs dabei sein. Die Folge geht schon zu lange, leider. Deswegen werden wir das auf die nächste Folge verschieben mit unserer Analyse, unserer Meinung und so weiter und so fort. Aber Leute, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da oder abonniert gerne diesen Channel für weitere solche Videos. Danke an alle, die das bisher gemacht haben, wirklich. Das unterstützt diesen Channel sehr. Und es tut die Arbeit, Anführungsstrichen, ne, kann man nicht Arbeit nennen, aber die Zeit, die ich hier mit euch investiere, wo wir gemeinsam was, wo wir was machen gemeinsam, tut das doch ein bisschen aufwerten. Und das freut mich immer zu sehen, ne, wenn ihr dabei seid. Das macht es erst wertvoll für mich, klingt ein bisschen kitschig, aber ist tatsächlich so, ne? Deswegen mache ich das ja nicht nur, weil ich spielen will, aber ich verliere mich schwer in das Thema, ne? Ihr wisst, was ich meine, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall danke an alle, die das gemacht haben, wie gesagt. Sehr, sehr nett, danke, danke. Auch danke an alle, die dabei sind, ne? Und einfach still dabei sind, genießen, ne? Und eine gute Zeit haben oder kommentieren, mir Tipps geben, eine Meinung haben, irgendwas reinschreiben in den Kommentarbereich, auch das unterstützt diesen Channel sehr, also macht das sehr gerne. Auch danke dafür, wie gesagt, Leute, und euch jetzt doch einen sehr, sehr schönen Tag. Ich will euch nicht zu lange aufhalten, die Folge geht schon, wie gesagt, ein bisschen zu lange, aber es hat sich angeboten, es ist sehr, sehr viel passiert. Wir werden sehr viel reden müssen in der nächsten Folge, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wie gesagt, Leute, macht es gut, bis zur nächsten Folge und haut rein, ciao.